Ich war schon einmal dort unten. Dort wird einem das Fleisch von den Knochen geschält, wenn man sich zwischen den Morphos und den Uchuchus nicht richtig bewegen kann. Die Ströme dort unten sind selbst für uns Krakonia gefährlich. Sie ziehen einen nach unten. Und diejenigen, die nicht zu schwimmen wissen, verschwinden. Wenn Kapitän ja wirklich daran gelegen ist, dort unten Wissen zu erlangen, könnten wir einen Speerdämon vorschicken. Werde sowohl von Druck als auch Strömung nicht beeinflusst. Solange der Rat dort oben tagt, habt ihr es gut. Gut, dann sollten wir die Gelegenheit nutzen. Und Serpentilio, im Moment nicht. Im Moment sehe ich noch keinen Grund, warum wir dort hinunter sollten. Ich sehe auch keinen guten Grund. Ich weise nur auf die Möglichkeit hin, falls ihr in Betracht ziehen müsstet. Danke. Schließlich ja. Weiß keiner von uns, was da unten nun wirklich ist. Und ich kann so einen Tempel kaputt machen. Also, ich erinnere nur an Maraskan, da habe ich das ja schon mal gemacht. Und das würde ich hier auch wieder hinkriegen. Ja, ja. Verliert das Ratsmitglied denn sein Stimmrecht, wenn es keinen Tempel mehr hat? Wie ich eben sagte, vermutlich schon. Wir sollten besagte Möglichkeit dann wahrhaftig in Betracht ziehen, Kapitän, ja? Wie wollt ihr den Tempel zerstören? Naja, Alter, ich hatte doch gerade erwähnt, dass er selbige Möglichkeit verwenden würde, mit der er bereits das Unheiligtum im Friedhof der Seeschlangen, sagen wir, beschädigt hat. Ja, genau. Das und den Zartempel. Echt Zartempel. Ich habe keinen Zartempel gesehen. Nicht so wichtig. Wir wissen nicht, welche Auswirkungen es auf den Grund hat. Dadurch, dass etwas gelöst wird, was vielleicht besser dort ruhen bleiben sollte. Den Schlussstein solltet ihr nicht bewegen. Was ist der Tempel der Grundmutter? Der hier unten. Ja, was ist das? Das ist, glaube ich, der zweite Charyptorop-Tempel. Galgzul. Ich dachte, der wäre weiter oben bei den Dingen. Ja, genau, es gibt zwei. Einen ganz oben und einen ganz unten. Ja, habe ich die durcheinander geworfen. Sorry, weiter im Text. Wahrscheinlich, weil der König zu sehr Weichei ist, um ganz unten zu wohnen. Ich meine, wer noch nie einen ganzen Tempel hat bauen lassen, dann wenn er nicht so weit laufen muss, der werfe den ersten Stein. Nun, ihr könnt zuerst mal mit diesem Romat sprechen, ob ihr etwas erreichen könnt. Ich glaube zwar nicht dran, aber es wäre zumindest eine Option. Ja, reden wir. Danach können wir immer noch zu anderen Mitteln greifen. Ephanora, Faramund, wenn ich euch recht verstanden habe, würdet ihr euch hier von uns trennen und uns hoffentlich zu Hilfe eilen, wenn wir hier heraus müssen? Ich habe eben gerade mit Faramund einmal gesprochen. Ich glaube, ich sollte unseren Horasia tatsächlich an die Oberfläche bringen. Ich komme danach wieder nach unten. Vielleicht kann ich auch von oben noch weitere Delfine mit nach unten bringen. Und Faramut wird sich etwas entfernen und von hier aus der Tiefe die Tiefseekreaturen versuchen anzuleiten. Es sei denn, ihr habt jetzt ein Problem und ihr braucht euren Yamotazi noch. Nein, alles gut. Seine Augen sind gerötet und mit dem fehlenden Arm. Ich meine, er wurde in diesem Tempel von Balana etwas verbunden, aber ich glaube nicht, dass er uns noch weiter von Nutzen sein kann. Passt auf, dass ich ihm keine Eier runtergejubelt habe, ne? Ja. Haben wir noch Tränke oben? Dann würde ich tatsächlich einmal auch an Deck des Schiffes gehen und mich dort weiter um ihn kümmern und dann auch mit unser Swafnir-Geweihten sprechen, damit die dann noch weiß, was mit Mortazzi geschehen ist. Wir haben nicht so genau über Zahlen gesprochen, weil ich am besagten Tag abwesend war. Ich sage jetzt einfach mal nein, weil alle Ersatz, den wir hätten, sind wäre hier bei uns. Mhm, genau. Aber mir könnte jetzt natürlich einen freiwillig melden, aber davon weiß ich nichts. Wir hätten auch Puppewasser, aber was Milch trinke, meinst du jetzt? Alles, was sie braucht. Was braucht sie denn? Druck, Kälte und Unterwasseratmung. Unterwasseratmung bräuchte sie gar nicht, das könnte sie auch selber machen. Dann braucht sie nur Ifanstrunk. Den hätte ich nicht verfehlt. Aber der Ifanstrunk verfällt auch nicht, wenn sie auftaucht, im Gegensatz zu dem anderen. Stimmt, da hast du recht, dann braucht sie nur den Drucktrank. Das macht der Ifanstrunk mit.
Ach, das ja. macht ihr mit. Dann, was braucht sie dann? Atmung kann sie selber. Dann braucht sie nichts. Alles klar, ja gut. Dann muss ich auch lohnen, Effort, Priester. Effort. Sie ist Effort. Ja, genau, alles klar. Moment lang nicht sicher. Ja, dann nickt sie euch zu, wird das dann einmal genauso machen und dann mit Mutazi in die Oberfläche schwimmen. Also sie schwimmt zumindest nach oben in die Düsternis, weil dort oben dann wieder kann ich das. Boltax? Ich würde sie bitten, dass sie einen Astraltrank mitbringt. Wir haben ja noch welche auf dem Schiff, oder? Lass mich in die Reserve schauen. Ausrüstung sagt ja 3C. Kann man so okay. Wasser trinken? Du entkorkst, legst gleichzeitig einen Daumen drauf, legst es an deinen Lippen, nimmst den Daumen weg und saugst es raus. Zur Not trinkst du... Auch unter Wasser existiert Schwerkraft. Trinkst du... Meereswasser in der Lunge. Ja, was ist denn der Lunge? Atmest du die Zaubertränke? Du trinkst sie ja, die landen ja am Magen. Du Salzwasser. Ja, ich wollte gerade sagen, also er wird auch Salzwasser... Das ist jetzt nicht so schlecht für ihn. Ja, also Salzwasser wird er dann auch schlucken. Er kriegt da einen Schadenspunkt oder sowas und dann... Ja. Oder irgendeine Krankheit. Hier ist kein Unwasser, richtig? Sonst hätten wir sowieso schon Probleme gehabt, denn wir atmen den Shit, ja. Ja, da können wir uns dann später drüber unterhalten, was das hier für Wasser ist. Nee, das hätte technisch gesehen ist es vermutlich ziemlich gutes Unwasser. Ja. Also auch wenn es uns bis jetzt nichts gemacht hat, dann wird ein bisschen Eintrinken davon dir auch nichts. Ganz genau, richtig. Ja. Gut, alles klar, sie bestätigt das. Sie geht. Ja, Kapitana. Zulamin drückt Evanora leicht an sich, so unter Wasser. Pass auf dich auf und auf ihn auch. Ja, ich komme dann so schnell wie möglich wieder und ihr passt bitte auch auf euch auf, wenn ich jetzt gerade nicht hier bin, um das für euch zu machen. Ulami nickt und hat gerade ein bisschen Aviander-Flashbacks. Woher das wohl kommt. Ja, dann nickt sie euch nochmal zu, hebt grüßend die Hand, nimmt dann die letzte verbliebene Hand von Mutazi und schwimmt nach oben. Es wird natürlich viele Stunden dauern. Aber ja, erstmal ist sie und Mutazi zumindest einmal weg und Faramut wird sich dann ebenso verabschieden. Und so seid ihr alleine mit Shraknakul, dem Chor geweihten oder Krakon geweihten ist es vielmehr. Gut, also wie machen wir jetzt weiter? Ja, wir haben zwei Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir sprechen mit dem Seeschlangen-Froschwesen. Mit Leuten zu sprechen hat selten jemandem geschadet, ich stimme zu. Gut, dann schwimmen wir zum Ratssaal. Ihr könnt dann wieder die Stufen nach oben schwimmen und euch an den Zacken ziehen, die Fex hier eingeschlagen hat, als er dann Jarl zu Gott zum ersten Mal vernichtete, beziehungsweise auch Elam in den Flutwellen unterging und das Reich der Mare und Vajat. Ja, ihr könnt dann wieder am Kraken-Molch-Palast der Laichmutter eintreffen, dem grotesken Bau mit den vielen Türmen und Trakten, die nach oben ragen, aus Eisen, aus Krakensilber gefertigt und verschönert. Und wenn ihr dann euch durch die gewaltigen Grotten in Richtung des lebendigen Krakenthrones zieht und schwimmt, könnt ihr dort immer noch die Priester erkennen, die dort in vielen kleinen Grüppchen zusammenstehen. Wo Quornak sitzt immer noch auf seinem lebenden Thron. An seiner Seite unterhält er sich wohl gerade mit Gul-Yogor und Gul-Yok-Yuk, die beiden oder die drei Brüder. Etwas abseits könnt ihr Rumas erkennen auf der rechten Seite und Brusruk ist wohl auch eingetroffen wieder. Ist an euch vorbeigeschwommen, als ihr im Barlana-Tempel wart. Quartum, den könnt ihr dort auch erkennen, und Urmash-Zul, den Hohepriester des Quodasil. Die wohl aber auch gerade keine Diskussion wirklich laut führen. Aber Romas steht, wie gesagt, etwas abseits von den drei Brüdern, sodass ihr ihn ansprechen könntet. Er selbst daran zu identifizieren, die Krakonier an sich würden alle gleich aussehen, aber er verfügt über sehr viele Sternennarben. Es sieht fast so aus, als hätte ihn die Seeschlange gebissen oder auch vielleicht in der Hälfte zerteilt. Zumindest ist sein gesamter Körper gespickt von diesen Narben, die vielleicht von Zehen ja stammen könnten. Zusätzlich trägt er eine gewaltige Halskrause, die vielleicht sogar seinen Kopf befestigt oder hält, und ein dunkler Edelstein in der Mitte dieser Halskrause, der so ein bisschen aussieht wie ein geöffnetes Auge. Ja. Und er ist einäugig. Ja,
könnt ihr dann auf ihn zuschwimmen. Ja, dann bringen wir uns auf ihn zu. Seid gegrüßt, Hohepriester. Nicht Reiter von Krakon. Ihr habt für viel Aufsehen gesorgt. Slurpralp. Das bringt das mit sich, wenn man mit einem riesigen Rochen ankommt. Krakon ist lange vergessen. Ihr seid aber nicht alle seine Priester. Nein, nur dieser hier. So deutet auf Raphim. Aber du, Kind, bist auch erwählt von den Göttern. Ich sehe es. Ja, auch wenn ich sehr weit fort bin, vor der Domäne meiner Gottheit. Aber auch ihr seid erwählt. Erwählt von den Seeschlangen. Man hat uns einige bemerkenswerte Geschichten über euch erzählt. Ja, ich habe gesehen, dass ihr mit Bruce Rook geschwommen seid. Er hat also über mich erzählt. Ja, man habe euch den Seeschlangen geopfert, doch sie hätten euch nicht angerührt. Und so wärt ihr Hohepriester geworden? Das ist so. Zum Fressen auserwählt und sie haben mich verschmäht, mein Opfer ausgeschlagen und mich erhoben. Man kennt den Namen eurer Göttin an der Oberfläche und man erzählt sich, dass sie eine Geliebte der Galk'Zul sei. Erzählt mir etwas über euren Glauben. Shamashtu und Galk'Zul. Galk'Zul ist die Mutter, die Leichmutter. Shamashtu das Kind. So wie all die anderen Götter, Yonaho, Sholairak, Valana, Quodasil, sie alle sind Kinder der Grundmutter. Aber sie liebt Shamashtu besonders. Und wie ist das mit euch und den Seeschlangen? Bei uns am Land haben die verschiedenen Kulte sehr unterschiedliche Beziehungen zu den heiligen Tieren ihrer Gottheiten. Manche jagen sie sogar, um ihre Kräfte mit ihnen zu messen. Andere würden das als Sakrileg ansehen. Wie ist das bei euch? Es gibt hier nicht viele Seeschlangen. Einige. Sie fressen den ein oder anderen Krakonier, verschlingen ihn und verschwinden wieder. Doch man kann ihre Spuren lesen, überall auf Ayat, wenn sie sich unten niedergelassen haben. Wir jagen sie nicht. Sie sind stark. Nicht, weil wir es nicht könnten, aber wir sehen keinen Grund, sie zu jagen und zu töten. Und aus ihren Spuren lest ihr den Willen eurer Gottheit? Ja. Ich habe vor vielen Monaten neue Spuren entdeckt. Sie sind unruhig. Ja, es gibt eine Zeitenwende. Seit ich glaube, ihr zählt die Titan anders als wir, aber es war zur warmen Zeit, als die Sonne am höchsten stand. Zu dieser Zeit gab es nun die ersten Anzeichen der Zeitenwende. Etwa zeitgleich hat sich viel weiter von hier im Süden ein Ritual ereignet, von dem uns auch der Bruder von Gulyok-Yuk berichtete. Er ist der Herrscher einer anderen Stadt. Nun, sie haben dort etwas beschworen und gleichzeitig damit
brach die Zeitenwende an. Ja, ich glaube, die Rückkehr von Murudal ist, gleich in welcher Zeitrechnung, ein einschneidendes Erlebnis. Das ist so. Und ich versuche, den Willen der Leichmutter zu ergründen. Ihn auszuführen. Ihr gut zu dienen, wie ein Kind des Shamashtu. Und wenn es ihr Wille ist, dass Murudal zurückkommt, dann soll es so sein. Es ist nicht ihr Wille. Sie hat uns sogar freies Geleit durch ihr Reich gewährt, damit wir uns ihm in den Weg stellen können. Ihr wart unten bei ihr. Ja, unser Weg hat uns vor einigen Monaten hinabgeführt. Wir glaubten nicht, lebend zurückzukehren. Aber sie hat uns ihre Gunst erwiesen und uns ihren Willen mitgeteilt. Die Leichmutter ist gnädig. Warum sollte sie euch töten? Sie hat ein Herz für uns und für all die anderen Kreaturen des Meeres. Sie wurde verraten. Von Murudal und seinen Verbündeten und ist nun im Krieg gegen sie. Das muss der Wur entscheiden. Er deutet ihren Willen. Er ist der Hohepriester der Galxul. Und wenn er ebenfalls ein Verräter ist an ihr, dann wird er ihren Willen falsch auslegen gegen euch. Warnock ist kein Verräter, er ist, er wird etwas leiser, vielleicht etwas einfältig, aber kein Verräter. Das macht ihn angreifbar, beeinflussbar. Das macht ihn angreifbar. Nun, Shamashtu ehren unsere Feinde jedenfalls nicht. Die größte ihrer Archen ist inzwischen zu schwerfällig geworden, um sich aus eigener Kraft zu bewegen. Darum haben sie Seeschlangen an ihren Bug gefesselt, um sich vorwärts zu bewegen. Sie quälen sie. Sie quälen sie? Gewiss, denn freiwillig würden sie ihnen nicht dienen. Seeschlangen dienen den Oberflächenbewohnern nicht, nein. Selbst diesen widerwärtigen Echsen nicht. Vor allem auf der Giftinsel, dort wo sich die Seeschlangen zum Sterben zurückziehen, werden ihre Knochen weiterhin benutzt. Die Achas haben viele Sachen, die wir ihnen damals beibrachten, vergessen. Kennt ihr einen, den sie den Vater der Seeungeheuer nennen? Der Vater der Seeungeheuer? Bahamut. Er gebiert all die, die sich nicht lenken lassen. Wie steht ihr zu ihm? Er hat hier nichts verloren. Er ist kein Kind des Wassers. Er bringt Tod und Vernichtung. Er kommt hierher. Bahamut kommt hierher. Ja. Was wollen Sie hier? Wie gesagt, Tod und Vernichtung. Den Schlussstein heben? Vielleicht. Ich denke, darüber wisst ihr mehr als wir. Warum sie hierher kommen wollen. Ich könnte es mir nur so erklären, dass sie Fuchs Jugot vernichten wollen.
und die dunklen Ströme erheben wollen. Und dann wäre eure Rasse zum Tod verurteilt, nicht wahr? Und euer Reich. Wenn Bahamut hierher kommt, vielleicht. Welche Alternative gibt es denn? Glaubt ihr wirklich, ihr könnt in der Nähe eines Unendlichtums überleben? Die Leichmutter schützt uns. Nicht, wenn ihr sie verraten habt. Wenn ihr dann ihren Feinden nicht helft, oder nur passiv daneben steht, wird sie euch nicht helfen. Sie wird euer Unglück sein. Euer Verrat wird nicht unbestraft bleiben, nicht wahr? Ich werde darüber meditieren. Das ist gut. Vielleicht zeigt euch eure Göttin. Ich habe es gesehen. Ein großes Auge. An Bord der Plagenbringer. Ihr dient vielen Göttern. Ich kann es an euch sehen, Krakon. Eure Wesenheit. Nun, hab Dank für die Warnung. Bevor der Rat wieder tagt, werde ich meditieren. Fragen wir die Leichmutter, was sie davon hält. Ja, ihr könnt sehen, wie sich dann Romas leicht absetzt von euch und wohl in Richtung des Ausgangs schwebt oder schwimmt. Und dann könnt ihr sehen, wie sich Gul'jogor wohl besorgt umdreht, sich dann wohl von seinen beiden Brüdern trennt und dann schnell hinterher schwimmt. Warte! Warte mal, Gul'jogor war... Gul'jogor war der Meister der Dämonenarche, der ehemalige. Wie lange ist noch bis zur... bis zur Ratsabstimmung. Er sagte 5 Tiden. So, 30 Stunden. Kann ich schwimmen würfeln, um zu wissen, wie oft eine Tide ist? Eher Seefahrt, oder? Eher Seefahrt, ja. Genau. Oder Wetter. Habst du ein Gefühl, wir sollten den Typen aufhalten? Just saying. Wettervorhersage. Wettervorhersage. Seefahrt. Ja, ich geb dir alles, was du haben willst. Ich hab Wettervorhersage gewürfelt. Ja, ist ja abhängig vom Maramal. Ja. Okay, aber das sehen wir hier ja nicht. Nee, genau, aber die Strömung würde man dann spüren. Ja, aber auch die spüren wir doch vermutlich nicht 6000 Meter tief, oder nicht? Wir müssten das einfach aus Theoriewissen jetzt erörtern. Ja, wir wissen, keine genau, Ahnung, also wie viel Ebbe und Flut halt, ne? Ja, genau. Wie oft passiert das halt auf gut Deutsch? Hatte Daru ja eben schon gesagt. 30 also Stunden. 30 Stunden haben wir, okay. Ja, wenn der an uns vorbeischwimmt, möchte ich ihn mal für 3 Stunden pisten. Wow, für 3 Stunden. Geht's nicht länger oder bist du einfach nur 3 Stunden lang, Sack? Nein, das Ding ist, ich will noch ASP übrig haben, um eventuell einen Tempel abzusenken. Dann gib mir mal den Zauber. Seine Magieresistenz ist 12. Jo, ich hab sogar eine ganze Menge. Ich hab den auf 22. Ja, ich weiß. Ich hab trotzdem mich gefreut, dass er eine 12er mehr hat. Jo. Ich weiß nicht, ob Zulamin das mitkriegt, die macht so eine kurze Schwimmbewegung in seine Richtung. Wartet, mit euch wollten wir auch noch sprechen. Guckt euch giftig an, macht dann auch seinen Mund auf und merkt dann, dass nichts rauskommt. Schwimmt dann sehr verbittert weiter. Da sind ihm wohl die Worte im Hals stecken geblieben. Nun, verständlich. Ich nehme an, er kann dann auch nicht mit Rumas sprechen, ja? Na, zumindest die nächsten 3 Stunden nicht. Ich dachte, der Gute möchte ungestört meditieren. Ja, ich denke auch.